Okay, so eine Art Gerste würde ich das jetzt nennen. Wenn du möchtest. Ja, ist korrekt. Ja, ich habe wieder Errungenschaften bekommen. Okay, der hat irgendwas an der Tür geklopft. Bei mir nicht. Hand. Bei mir nicht. Okay, ich bin jetzt in einem recht großen Raum, wo eine Treppe runterführt. Da gehe ich jetzt mal durch. Hier ist Wasser. Und das Wasser steigt. Das ist schlecht. Hier ist ein Rohrsystem, Robert. Vielleicht kannst du das ja mal was machen. Was hast du da? Hier ist ein Rohrsystem, aber das Problem ist, hier steigt Wasser. Ja, ich habe hier Rohre und 3 Ventilräder. Ja, und bei mir passiert, also bei mir steigt nur Wasser und ich kann nichts machen. Was, welches Ventil muss ich denn drehen? Ich habe ein blaues, ein braunes oder rot und ein gelbes. Nimm mal rot. Okay. Oh, das ist jetzt aufgegangen und nicht zu. Gut, schlecht. Steigt weiter. Kannst du irgendwo ran erkennen, welches ich nehmen muss? Die Rohre sind alle rostbraun. Ja. Ich kann nichts erkennen, woran welches du nehmen solltest. Ich hab das gelbe geöffnet. Steigt weiter. Und das blaue. Paul? Ich hab alle wieder zugemacht. Ja, steigt weiter. Was soll ich jetzt machen? Du musst irgendwie rausfinden, welche ich drehen muss und welche nicht. Hier ist ein blauer Tisch. Und sonst? Ja, ich ertrink jetzt. Ich öffne nur blau. Nur blau ist offen. Steigt weiter. Mach mal blau und gelb. Blau und gelb. Wart kurz. Ist. Steigt weiter. Nee, Robert, ich ertrinke jetzt sofort. Ich habe halt hier keine Hinweise, wo ich gerade bin. Ich guck mich noch mal um. Okay, hier haben wir Rohre. Kann ich irgendwo gerade erkennen, wo ich hin muss? Kannst du den Raum wieder verlassen? Und da ist Paul gestorben. Musst du... Ich müsste wirklich von vorne anfangen. Paul? Jetzt habe ich ein rotes und ein blaues Auge. Guck mal auf den Boden. Ja, was ist auf dem Boden? Ist bei dir ein Dreieck oder so am Boden? Nur willst du einfach wissen. Nee, hier ist nichts. Rot links oder blau links? Rot links, blau rechts. Der normale Haken und das Kreuz. Ohne den Strich und den Kreis. Der normale Haken und? Der Kreis mit dem X drin. Ohne Strich. War richtig. Das sind wirklich die beiden untersten Symbole. Ich weiß aber nicht, woran man das erkennen soll. Ich habe halt oben drüber noch dieses Dreieck mit dem Auge drin. Ich weiß nicht, was jetzt der Tick darauf ist, dass ich die beiden untersten nehmen soll.
Musst du eigentlich in den Raum mit den Rohren reingehen oder kannst du auch einfach nicht reingehen? Hinter mir klopft die ganze Zeit die Tür, also ich gehe mal davon aus, wenn ich da nicht reingehe, dann sterbe ich. Ja, natürlich gut sein. Also mein Tier ist jetzt wie folgt. Das hat ein Schneckenhaus, Affenfüße, einen Pferdeschwanz, einen sehr langen Hals und einen Totenkopf. Und das hat so braunes Fell. Okay, habe ich. Die Symbole? Das ist wieder der Dreizack mit den Kreisen. Ja. Dann eine erschrocken schauende Minecraft-Figur. Hilft dir nicht, oder? Doch, habe ich gefunden. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das ausreicht. Und eine Schildkröte. Numerische oder amphibisch? Amphibisch. Ist recht. Sieht eine numerische Schildkröte aus. Genau. So, ich bin jetzt wieder in dem Raum. Ich habe hier zwei. Es hat sich nichts verändert. Ich habe rostrote hier Rohre. Ich habe zwei Piken, die von der Decke gucken. Die sind lila und ich habe einen blauen Tisch. So. Okay, ich muss also mehrere Treppen runterlaufen. Es stehen immer Rüstungen an der Wand, aber die sehen alle gleich aus, würde ich sagen. Jetzt muss ich halt sehr weit runterlaufen, dann habe ich unten drei Ventile. Ja, dann versuch mal dein Glück. Ich habe ein blaues, ein rostbraunes und ein gelbes Ventil. Die schneiden mir sich alle zu und ich stehe hier auch ein bisschen im Wasser. Und hier liegen so ein paar Kisten und so rum, aber mehr ist hier auch nicht. Mach mal das rostbraune. Ist offen. Das gelbe dazu? Habe ich. Und was passiert, wenn du das blaue auch aufmachst? Habe ich. Okay, doch das gelbe mal zu. Ist. Das rote zu. Habe ich. Steigt weiter. Das blaue und das gelbe. Offen oder zu? Auf. Ist. Paul? Hallo, Paul. Oh, wie dumm. Auf der Tür, die sich als nächstes öffnet, steht eine Farbe und die musst du zusammenmischen. Wir mussten jetzt grün mischen, deswegen blau und gelb. Das ist okay. Ich habe halt keine Hinweise, ich kann nur Ventile drücken. Aber gut, dass wir wissen, wie es geht. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Was kommt denn als nächstes? Bring down the Gooding Light. Was für Licht? Gooding Light. Ich kann jetzt nach rechts oder nach links gehen. Warte mal kurz. Ohne Treppe? Hier war eine Treppe kurz runter. Wie sieht der Raum aus? Welche Form hat der? Also hinter mir sind zwei Tore, wo ich das eine erst aufmachen musste, um da durchzugehen, um das dann wieder zuzumachen, damit das andere vor mir aufgeht, damit ich hier reinkam. Dann kann ich jetzt nach links gehen, da ist eine Treppe nach unten, so, aber nur so ein ganz kleines Stück, weißt du? Oder ich könnte nach rechts gehen, da ist auch ein langer Gang. Da kann ich dann wieder nach links schauen, rechts runter oder geradeaus. Also das hier ist eher so wie so ein Katakomben anstatt ein Raum. Ich habe halt hier eine Karte und ich gucke gerade, ob das
irgendwas dazu passt. Direkt unter mir ist ein, wie auf so Seemannskarten, so ein Stern zur Orientierung mit Norden, Osten, Süden, Westen. Zeigt Norden gegen eine Wand. Ja. Ist die Treppe links ein Stückchen weiter nördlich als die rechts? Wie meinst du das? Bei mir auf der Karte habe ich eine Stelle, da geht links und rechts eine Treppe durch. Und links die Treppe ist ein Stückchen weiter nördlich als die rechts. Also links die Treppe ist direkt und zeigt nach Westen. Rechts muss ich erst ein Stückchen gehen und dann muss ich Richtung Süden und dann zeigt die auch nach Süden. Also nach Westen, die geht direkt und bei nach Osten, die muss ich vorher ein Stückchen nach Süden laufen, oder wie? Nach Osten muss ich vorher ein Stückchen nach Osten, so einen Gang weit, dann habe ich links wieder eine Wand, vor mir ein Durchgang mit einem Gittertor, hinter mir ist dann der Gang und rechts von mir ist die Treppe nach unten. Also nördlich die Wand, westlich der Gang, östlich das Tor und südlich die Treppe, wenn ich nach Osten gehe. Das hilft mir, glaube ich, finde den Gang nicht. Guck mal, findest du vielleicht irgendwo einen Raum? Ich weiß halt nicht, wo du bist. Hier ist jetzt so eine Säule, wo ich rumgehen kann. Da sind dann hier Fackeln und Soldaten dran. Das ist wie so ein Viereck. Ich hab die Karte falsch gelesen. Norden ist in eine andere Richtung, als ich gedacht habe. Okay. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt wieder an dem Stern. Also links kannst du direkt eine Treppe hochlaufen. Runter. Von mir aus auch runter, ist egal, ich habe eine zweidimensionale Karte vor mir. Und rechts kannst du ein Stückchen laufen und dann kannst du entweder entscheiden, geradeaus gehen oder rechts eine Treppe. Nochmal bitte, ich habe gerade geredet. Wenn du dich für rechts entscheiden würdest, dann könntest du ein Stückchen geradeaus laufen und dann theoretisch entweder geradeaus weiter, kleines Stück, oder rechts die Treppe runter. Genau. Und wenn du geradeaus laufen würdest, würdest du links abbiegen müssen. Genau. Dann weiß ich jetzt, wo du bist. Ich weiß aber nicht, wo du hin musst. Such mal nach einem Ausgang. Ich hab mehrere graue. Geh mal links die Treppe hoch, dann müsstest du in einen kleinen Raum kommen, wo rechts wieder eine Treppe abgeht. Nochmal? Wenn du links die Treppe runtergehst, dann müsstest du rechts noch eine, kommst du in einen kleinen Raum, wo rechts noch eine Treppe sein müsste. Ja. Geh mal runter bis zum Ende des Ganges. Echt, so weit soll ich gehen? Hier ist rumgekrochen. Dann kannst du entweder rechts abbiegen oder links müsste wieder eine Treppe sein. Ja. Wo führt links die Treppe hin? In eine dunkle Sackgasse. Die enden bei mir nämlich im Nichts. Ja, so ist das auch. Dann geh mal rechts die Treppe hoch, also rechts um die Ecke. Ja, wenn ich rechts um die Ecke gehe, kann ich links um die Ecke gehen und dann ist hier ein Tor mit blauen Steinen drin. Such mal was auf der Karte, such mal was auf der Karte, was so ähnlich aussieht. Bei mir ist da kein Tor eigentlich, bei mir ist da eine Treppe, wieder hoch oder runter, eins von beidem. Ja genau, die Treppe führt bei mir hier runter, mir versperrt ein Tor mit zwei blauen Steinen, blau leuchtenden Steinen den Weg. Okay, das sehe ich gar nicht. Also da ist ein Tor, okay. Wenn du jetzt zurückgehst und dich für die andere Richtung entscheidest, geh mal dahin, wo du reingegangen bist. Ich geh mal wieder zum Start. Genau.
Bist du da? Ist wieder am Start. Also jetzt für den rechten Weg ein Scheiß. Da müsste kurz später eine Treppe rechts kommen. Die müsste auch in einen Raum führen. Guck dir den mal an. Hier ist ein blauer, blau leuchtender Hebel. Den drück dir doch mal. Habe ich. Okay, wenn du jetzt aus dem Raum wieder rausgehst und dann rechts weitergehst, dann müsstest du auch wieder zwei Treppen auf dem Weg haben bis zum nächsten Raum. Ich bin die Treppe hoch und gehe jetzt rechts. Du müsstest direkt wieder links müssen. Genau, und jetzt kann ich wieder links. Genau, da müsste eine Treppe sein. Das ist eine Treppe. Dann müsstest du rechts wieder müssen. Ja genau, und hier ist jetzt wieder so ein Tor. Das ist wieder ein Tor. Okay. Dahinter müsste auch wieder eine Treppe sein, oder? Was ist? Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Hat der Hebel irgendwas gemacht? Der Hebel hat mir wahrscheinlich das Tor hier, wo ich gerade vorstehe, zugemacht. Und das andere, wovor ich gerade stand, geöffnet. Und guck doch mal nach. Ich gehe jetzt eben dahin. Ich bin in einem riesigen Raum. Der dürfte aber nicht genau viereckig sein. Nee, da fehlt eine Ecke. Ja, genau, meine ich auch. Da müsste auf der anderen Seite des Raumes müsste wieder eine Treppe sein. Genau, hier war ein grüner Hebel, der macht mir das Tor hier zu. Ich sehe halt nur den oberen Risse von dem Katakomben. Ich sehe aber nicht, wo Hebel oder Türen sein werden. Ja, okay, der macht mir das Ding hier zu, aber dafür öffnet er mir das auf der... Ne, warte. Also ich gehe jetzt erstmal durch, während das Tor noch offen ist. Dann ist links, sieht etwas, wie ich, wo ich hin muss, aus. Da ist, versperrt mir aber ein rotes Tor den Weg. So, wenn ich geradeaus gehe, komme ich wieder an eine Abzweigung, wo links und geradeaus eine Treppe ist. Wo kommst du in eine Abzweigung? Ja genau, links und vor mir ist eine Treppe. Wo bist du jetzt lang gegangen? Die Treppe in einen anderen Raum hoch. Dann müsste links die Treppe aber breiter sein, oder? Nicht wirklich. Führt uns nichts. Wo bist du? Du bist in den Raum, wo die Ecke gefehlt hat, weitergegangen? Oder wo bist du hin? Genau. Okay. Wo stehst du? Wo bist du jetzt lang gegangen? Einfach nur geradeaus, oder wie? Treppe, die führt durch einen Durchgang und ich denke mal, da muss ich weiter. Das Tor hat aber rote Steine, die versperren mir den Weg. Also muss ich erstmal gucken, ob ich den Hebel dazu finde. Und wenn ich dann weitergehe, kann ich links eine Treppe in eine Sackgasse nehmen oder geradeaus weitergehen. Aber wenn du geradeaus weitergehst, dann müsstest du rechts abbiegen müssen. Genau. Okay, da kommst du nicht lang. Doch, da kann ich lang. Wo kommst du? Da müsstest du wieder an eine Kreuzung kommen, links oder rechts. Genau. Links müsste ein Raum sein. Ja, links ist ein Raum. Ist da irgendwas drin? Leider nein. Und wenn du rechts lang gehst, müsstest du wieder links abbiegen müssen. Ja. Wenn du jetzt rechts an der Wand lang gehst, dann müsstest du zu einem Tor kommen, wo du bereits warst. Von der anderen Seite. Ja, genau. Okay. Genau gegenüber davon ist wieder eine Treppe, die bei mir ins Nichts geht. Ja, da muss ich aber erstmal den blauen Hebel wieder drücken. Okay. Und dann hat er noch einen vierten Ausgang, der führt wieder in den Raum. Eine Ecke hat, weg hat. Was ist mit Ecke? Zu dem Raum, wo die eine Ecke fehlt. Was ist damit?
Da sollst du mich noch mal hinbringen. Wo bist du denn gerade? Vor dem, da wo ich schon mal gewesen bin. Da musst du in den Raum gehen und dann links raus. Ja. Und dann noch mal links, dann bist du da. Hä, nee, wenn ich links rausgehe. Da kommt eine Ecke, wo du rechts rum musst, da kommt eine T-Kreuzung, da gehst du links. Links rumgehen. Ja, du gehst aus dem Raum raus. Und dann geradeaus und dann bin ich in dem Raum, wo die Ecke fehlt. Da wolltest du doch hin, oder nicht? Ja. Aber der Weg, den du mir gesagt hast, war falsch. Ja, du musst aus dem Raum raus rechts, kommst du in der T-Kreuzung, dann wieder links. Hab die Ecke übersprungen. Den Hebel jetzt bitte nicht, jetzt ist der Weg, den ich gerade gegangen bin, zu. Aber das andere Tor, was ich aufmachen muss dafür, um an das Rote zu kommen, ist jetzt offen. Jetzt muss ich den ganzen Weg, den ich vorher gegangen bin, nochmal zurückgehen. Bringst du mich da bitte, schickst du mich da nochmal durch? Das ist im Grunde einfach nur ein großer Rundweg, wo an zwei, drei Stellen einfach nur noch ein Raum dran ist. Du kannst einfach dem Weg folgen. Und du siehst wirklich keine Hebel oder Türen oder sowas? Ich habe nur die Karte von deinem Labyrinth da unten, also von deinem Rundweg. Und ich sehe in den Räumen noch Kisten und sowas und die Treppen, aber das war's auch schon. Okay. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendeinen anderen Hinweis finde. Ich habe hier mehrere Bücher, wo so Wegbeschreibungen draufstehen. Ich weiß noch nicht, ob die was mit dem Rätsel zu tun haben. In verschiedenen Farben, ein pinkes, ein rotes, ein grünes, ein blaues. Könnte das was damit zu tun haben? Ich habe halt grüne, blaue und rote Tore. Warte mal kurz. Ich hab hier noch eine Filmkamera, ich guck, ob ich die irgendwie ankrieg. Wart mal, ich hab's glaube ich gelöst. Ich sehe doch die Tore und alles. Ich musste doch erst selber ein Rätsel lösen. Bist du noch da? Ich sehe jetzt auch Ein- und Ausgang auf der Karte. Auf der Karte. Okay. So, Paul, was hast du jetzt alles gemacht? Welche Hebel hast du gedrückt? Ich habe einmal den blauen Hebel betätigt. Der ist jetzt nach oben gerichtet. Ich habe den grünen Hebel betätigt. Der dürfte jetzt nach unten zeigen, wenn ich mich nicht irre. Das ist egal. Okay, das ist gut. Das heißt, du müsstest jetzt durchs blaue Tor kommen. Und ich suche den roten. Wo der ist, kann ich dir sagen. Wo bist du gerade? Paul, ich kann nicht sagen, wo der rote Hebel ist. Wo bist du gerade? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mal eben versuchen, nochmal zum Ausgang zu kommen. Dann stehe ich da nämlich vor dem roten Tor. Okay. Den grünen Hebel hast du gedrückt? Paul? Paul? Warte kurz. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den auf jeden Fall zweimal betätigt. Okay. So, okay. Warte mal kurz Pause, Paul. Ich muss mal eben Headset-Batterien wechseln, ich höre nichts mehr.